Weimar auf Breslau, früher Bestatter, heute Berufsboxer, meine Damen und Herren, zur Verstärkung meiner Truppe. Und diese sechs Männer, wie sie hier stehen, verteidigen 2000 Euro. Wir machen uns Tage, an denen man oder die Dame hier uns K.O. schlagen kann. Da dies fast unmöglich ist, das wissen auch wir, haben wir einzelne Prämien ausgesetzt. Ich gebe mich nachher bei dem Kampfform bekannt. Vorab einmal ganz kurz die Kampfregeln, meine Damen und Herren. Erlauben Sie mir uns alle Schläge vom Scheitel bis auf die Linie. Erlaubt sie mir auch alle Schläge vom Scheitel bis auf die Linie. Das im Einzelnen. Der linke rechte Kopfhaken. Der Aufwärtshaken. Der Schlagkursmasur, der Nackenschlag. Alle Schläge in Weichsteine. Stoß im Kopf, Knie hochreißen. Hier kann jemand sonst auch schleudern. Der Backhänder, die Trümmerschläge sind hier verboten. Und der Kampf wird sofort abgebrochen. So, Meister, dem Ersten, der oder Buckner oder Sigi, mir ist egal, wer es macht, dem Ersten die Handschuhe anziehen, darf das Zeichen, zieht dem Neuen, Zeichen Neun, die Letzten werden die Ersten sein, zum Bulli von meinem Vater, seelisch erzogen. Das heißt, wir können jetzt hier draußen keine Erklärung mehr umgeben, wir müssen starten, wir müssen beginnen, es warten schon viele auf den Anfang, auf den Start, auf den Beginn. So, die Kampfregeln sind erklärt. Dem Ersten, wenn die Handschuhe ziehen, das Hemd aus, dann aber die Hose an der Unterhose. Die Hose auch noch ausziehen, die Hose. Dann die Hose. Zieh das Hemd aus. Hemd kann ich ausziehen. Unterhemd auch. Nein, Unterhemd nicht. Hast du mal das Hemd auf? Ja, mal bitte. So, dem Ersten, wenn die Handschuhe angezogen sind. Jawohl. Ohne Bandage, wollte man aber gar keine Bandage, Mundschutz. Soll ich in meine Unterhose auch noch geben oder was? Ja. Klar, kann ohne Bandage, Box, alle Box ohne Bandage. So, wir kämpfen gegen unseren Vorfahren, gegen unseren. Mal mit denen ja die Gange, sehr sauber kämpfen, zeigen Sie eine Kampfstellung. Jawohl, bisschen Bauch, hallo. Mal ein bisschen zu, so schlägt ihr auf die Leber. Da liegt schon drin wie eine Frikadelle im Ring. Schicken gleich in den Ring. Das Erfolg gibt keiner mehr. Man geht gleich in den Ring. Zicki, gleich in den Ring, den Mann. Er soll den Kampf hier überfordert. Er tritt an gegen unseren Tom Schotzen. Ein Autohändler, seine Freunde sind alle drin, haben ihn auserwählt. Du musst die Kohle schnappen. Wir wollen ein paar trinken. Sie haben natürlich Pech, Junge. Sie verstehen gut Deutsch? Gekauft. Der war leider kaputt. Spaß. Okay, Ferse aber kämpfen, er kann vermutlich boxen. Vor und nach dem Kampf der Mannschaft. Checken. Bitte in die Halle. Im dritten Kampf haben wir hier einen. Sie können boxen. Oh, Sie können boxen. Schlagen wir das Ding. Hallo Boxen, ja, Sie Kickboxer, aber hier kein Kickboxen, hier normales, nichts treten, nur mit den Händen. Alles klar, okay, er kämpft gegen unseren. Haben Sie das getrunken? Was geraucht? Joint? Nein. Okay, wir haben aber kämpfen vor nach dem Kampf, kann man schon checken. Dann erstmal von dir, er hat sich gleich meinen Stärksten ausgesucht gegen unseren Sigi. Gegen so einen Dampfhammer aus Breslau. Früher war er Bestatter. Heute Berufsboxer. Gleich der Stärkste. Warum der Stärkste? Warum? Der meiste Geld. Ja, stärkster Mann, meiste Geld. Ja. Okay, alles klar, checken. Wieder in die Halle. So, dann Liebe von dir. Er tritt an gegen unseren Buckner. Sehr sauber kämpfen, vor und nach dem Kampf der Menschen. Jetzt habt ihr ganz ruhig, gebt euch die Hände. Jawohl, bitte in die Halle. So, meine Damen und Herren, Sie können jetzt kommen. Wir starten, wir beginnen. Zicki! So, Achtung, ohne Kaffee auf der rechten Seite. Leute, reduzierte Preise, meine Damen und Herren.
kommen Sie in Stollen. So, kommen wir her, zwei Gassen, wir haben damit schneller gehen, zwei Gassen. Reicht, Kinder, geht mal runter jetzt. So ganz in den Armen, jetzt liegen die Meister. Hier draußen keiner gerne mehr. So, jetzt kommt zur Spitze. Oh,